Herzlich willkommen bei All Inclusive mit Nora Zucker. Ich bin in der Deutschschweiz unterwegs und treffe mich mit Menschen aus Kultur und Politik. Alle höchst interessiert, engagiert und talentiert. Ich bin heute im Restaurant Rauti von der Stiftung RGZ und treffe mich mit dem Islam Aliyei. Islam Aliyei, 34, Handicap-Lobbyist. Er ist besonders stolz auf seine Familie, er ist besonders gut im Überzeugen, er hat nicht so gerne Schnee. Der Islam hat Zerebralparese und ist mit dem Rollstuhl unterwegs. Jetzt sind wir ja hier beim Restaurant Rauti, also bei der Stiftung RGZ. Und jetzt steht hier Rampe zu steil. Mit dem Hanose ist nicht wirklich steil. Ja. Ich weiß auch nicht. Genauso, wenn ich nicht Elektro hätte. Mein Motto ist halt No Risk, No Fun. Und No Risk, No Fun ist dein Motto? Ja, und ich muss auch im Rauti No Risk, No Fun verwendige ich auch in meinem politischen Arbeit. Ja. Was sind die drei Sachen, die du findest, das muss jetzt sich verändern? Wir behindern mit mehr Verantwortung für uns. Und für unsere Interessen übernehmen. Aktivität in der Politik, wir müssen selber unsere Organisationen führen und verwalten. Und wir müssen auch Vorbilder werden für andere Menschen mit Behinderungen. Beschleunigst du jetzt und ich muss dir hinterher, gell? Or that. Arena oder Stammtisch? Ganz klar Stammtisch, weil man mich den Hang besser spüren und auch meine Scham mir überkommen. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Früher eher Einzelkämpfer, jetzt eher Teamplayer, weil man zusammen mehr erreichen kann. Risiko oder Gewohnheit? Risiko. Nur Risk, nur Fun. Du hast zwei Kinder. Ein Sohn, eine Tochter. Ah, und wie alt sind sie? Der Sohn ist 6 ja. Und die Tochter ist 2,5. Sie zwei, sie leben in einer Selbstverständlichkeit mit einem Vater, wo sie, seit sie auf die Welt gekommen sind, eigentlich einfach mit dir leben. Sie sind quasi die Inklusions-Generation. Ja. Was für Reaktionen erleben du und deine Frau oder vielleicht auch deine Kinder? Einfach auch mit Unverständnis, oder dass man sich fragt, was, der Behinderte, der hat 2 Kinder? Als wir uns verlobt sind, hat es schon... Habt ihr euch da verlobt, oder im Kosovo? Nein, im Kosovo. Ja. Es hat schon viele Stimmen gegeben. Ja. Und gesagt, was läuft da? Meine Konjunktur von der National hat... Viele Skandale. Und ich muss eigentlich auch der meistgewählte albanischstämmige Kandidat. Das muss man auch mal schaffen. Ja, natürlich. Und das hat auch noch mal einen Schub gegeben. Lifehack. Wie man kennt, habe ich eine Sprechbehinderung. Und ich möchte ich möchte eine politische Karriere machen. Und als Politiker muss man sich gut ausdrücken. Und das kann ich nicht so gut. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich mein Sinn und mein Scham gut überbringen. Und als Resultat ist eigentlich die Idee von der Verbalassistenz. Dass ich eine Person habe, die auch den Scham hat und die Unsicherheit, die ich habe. Durch die Person kann ich mein Fear überwinden. Und das ist eigentlich mein Lifehack für politische Sachen. Es war eine sehr, sehr schöne Begegnung mit dem Islam. Er hat mir selber vorher gesagt, vor unserem Treffen, dass sein grösster Lifehack sein Charme sei. Das hat er definitiv bewiesen und hat es mit dem wahrscheinlich schon zu sehr viel gebracht. Er sagt nicht nur, dass Menschen mit Behinderungen mehr integriert werden, grosse Inklusionstheorien hat, sondern dass er sagt, hey, Menschen mit Behinderungen müssen genauso mehr Verantwortung übernehmen.
Weitere spannende Gespräche gibt es auf 100.proimfirmis.ch.